Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und 1860 München. Spielstand 2:3 vor 10.984 Zuschauern. Wir gucken auf das Spiel und die Ereignisse mit den beiden Trainern Maurizio Jacobacci, Servus, Servus. Und unserem Trainer Rüdiger Zehn, hallo. Bevor der Gästetrainer ein Statement abgibt, wie geht es eurem Spieler Niklas Stark? Ich war nicht an Ort, aber man hat mir gesagt, dass er die Augen offen hatte dann am Schluss, wusste aber nicht genau, wo er sich befand. Das Resultat wusste er auch nicht mehr. Dann schon ein Zusammenprall, der nicht schön ist anzuschauen, wünscht man ihm keinem Spieler. Aber er wird jetzt ins Spital kommen und wird dort sich eine Nacht verbringen, wenn nicht zwei Nächte, weil ich glaube, zurückzufahren macht jetzt keinen Sinn. Man muss da sicher, was Halskopf anbelangt, sicher aufmerksam sein und das wirklich bewachen. Aber ich hoffe und wünsche mir natürlich, dass der Lang so schnell wie möglich wieder in München auftaucht und sich dort kurieren kann. Vielen Dank und beste Genesungswünsche natürlich von unserer Seite. Kommen wir zum Spiel. Wie hast du es aus deiner Sicht gesehen? Ja, ich muss sagen, dass ich ein Spiel gesehen habe, was meine Mannschaft anbelangt, die die ersten 40 Minuten hervorragende Spiel gemacht hat, den Gegner gleich sofort unter Druck gesetzt hat, ihn zu Fehler gezwungen hat und darum auch nach der ersten Chance gleich die zweite Chance zu einem Torerfolg umgemünzt hat. Hatten dann die eine oder andere Aktion noch, die hätte dort auch schon Tore geben können, machen das 2-0. Dann ist klar, sehr viel Aufwand betrieben, läuferisch sehr viel gemacht in diesen 40 Minuten. Und klar, es ist schade, dass man dann innerhalb von 2 Minuten dann 2 Tore auf stehende Bälle bekommt. Sollte nicht passieren, ist aber passiert. Gehen in die Pause mit 2-2 und ich habe der Mannschaft ganz klar gesagt, Jungs, es ist nicht passiert. Wir müssen weiterhin so spielen, wie wir es getan haben. Wir werden wieder Chancen bekommen, wenn wir weiterhin so spielen. Und klar müssen wir auf die stehenden Bälle konzentrierter und solider und energischer am Mann gehen. Weil klar, wir wussten natürlich, dass Saarbrücken sehr gute Kopfballspieler hat, gute Freistoßspezialisten. Und uns immer wieder in Schwierigkeiten gebracht auf die stehenden Bälle. Hatten dann in der zweiten Halbzeit auch das ein oder andere Mal Glück. Auch eine sehr gute Intervention von Richter auf eine Riesenaktion von Ihnen über die linke Seite, wo Richter dann den Eckball abwehrt. Und dann kommt natürlich der Eckball für uns gegen Ende des Spiels, den wir eigentlich auch so auch trainiert haben. Es ist immer schön, wenn man dann sieht, dass auch die Sachen, die man trainiert, dann auch aufgehen. Und klar, war ein schönes Tor von Lang mit dem Kopf. Und am Schluss mussten wir noch wirklich alles in die Waagschale werfen, um diesen Sieg eben nach Hause zu bringen. Aber ganz klar ist, dass Saarbrücken uns alles abverlangt hat heute, um als Sieger vom Platz zu gehen. Danke. Herzlichen Dank. Rüdiger, 2-0 hinten gelegen, grandios zurückgekommen und dann doch verloren. Was ist dein Fazit des Spiels? Ja, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Sehr, sehr bitter. Ich glaube, die ersten 20, 25 Minuten war die Mannschaft nicht anwesend. War auch 2-0 zurückliegen. Ich glaube, danach haben wir einfach besser ein Spiel gefunden. Manchmal vereinfacht über lange Bälle, aber auch spielerisch nach vorne gekommen und am Ende dann durch die 2 Standardsituationen noch ausgleichen können. Und ich glaube, zweite Halbzeit waren wir viel mehr bei 60 auch in der Hälfte. Hatten dann auch 2 riesengroße Möglichkeiten, Marcel Gauss und Amina Lifi, wo wir einfach das 3-2 machen müssen. Und ich glaube, erste Situation, wo 60 dann diese Standards so kurz nach der 80. Minute hat, wo es gefährlich wurde. Da sehen wir das Tor und das ist brutal. Am Ende können wir noch den Ausgleich machen. Ich glaube, der Vorwurf, ja, muss man einfach machen, die ersten 20, 25 Minuten, die wir einfach nicht gut waren. Bloß einfach, zweite Halbzeit müssen wir in Führung gehen, dann könnten wir hier auch als Sieger vom Platz gehen. So ist sehr, sehr enttäuschend und ein bitteres Spiel, bitterer Nachmittag für uns. Danke.